So, hier sind wir wieder, YouTube-Kanal, Andi Feldmann, Funktionspunk. Heute eine Sensation. Ihr habt ja alle den Herrn Schröder so gefeiert. Und ich habe Herrn Schröder heute eingeladen. Ich habe gesagt, nimm doch mal ein Motorrad von deinen schönen Motorrädern mit. Und er hat ja so viele exotische Dinger. Und ich weiß nicht, mit was er jetzt kommt, aber ich bin gespannt. Wir haben einen Termin und er müsste jetzt gleich, ist ja schon bald spät, er müsste jetzt gleich kommen. Und dann wollen wir die Maschine von Herrn Schröder mal vorstellen. Das wird bestimmt lustig. Also Herr Schröder ist ja auch ein Highlight für sich. Ich habe mit Herrn Schröder über viele, viele, viele Jahre immer zusammen geschraubt. Er kam immer am Montag und am Donnerstag pünktlich um 10 war er hier. Und dann haben wir immer so oben end geschraubt. Auf jeden Fall, Herr Schröder und ich, wir sind wirklich durch unsere Schrauberei richtig dicke Freunde geworden. Auch nicht nur, wenn es ums Schrauben geht, auch so menschlich sind wir wirklich richtig tolle Freunde geworden. Und ich freue mich immer, wenn ich den alten Herr Schröder sehe. Der ist ja schon 80, so wie Zausi auch. Aber das sind noch echte Granaten, finde ich. Die können Geschichten erzählen, ich höre gerne zu. Also ist wunderbar, dieser Herr Schröder, ein Highlight. Ja, und wir haben auch nicht nur Motorräder geschraubt, sondern da habe ich auch richtig noch so in Arbeit, in Brot und Lohn, würde ich mal so sagen, als Selbstständiger gestanden. Und ich habe ihn auch oft mitgehabt auf einer Baustelle, wenn wir Heizung gebaut haben oder wenn wir irgendwelche Dächer repariert haben. Er ist eigentlich immer mit gewesen. Das war echt toll, auf solchen Baustellen manchmal auch nicht alleine zu sein. Es war immer schön, wenn Herr Schröder mit war. Und jetzt ist er ja in Oberrente, kann man sagen. Da kommt er. Herr Schröder kommt. Mal sehen, was er in der Maschine mit hat. Herr Schröder! Ja, gib mal nochmal Gas. Boah, die läuft aber gut jetzt. So. Tja. Das ist die erste Maschine, Herr Schröder, die du mal vorstellen willst, wa? Ja. Klasse. Ja. Was für ein Bauer ist das denn, du? Eine von wie vielen denn? Ich weiß gar nicht, wie viele du hast, ne? Aber ich auch nicht. Nee, ne? Dann können wir uns ja die Hand geben. Ja, können wir auch. Du. Und alle, naja, fast alle laufen. Ja, und ich habe gerade erzählt, dass wir schon viele Jahre immer zusammen sind und immer geschraubt haben. Ja. Der eine hilft dem anderen, ne? Ja. Und so macht das ja auch Spaß. Jetzt ist der alte Sack zu alt geworden. Ja. Er kann nicht mehr. Na, er kann noch, so. Du. Wenn er nur mit 80 ja. Noch. Ja, aber man ist ja dankbar, dass man da auf dem Moped sitzen darf. Ja, ne? Wie schön, einen, ne? Ja, das macht ja nicht jeder, doch. Nee, mit 80 ja, dann sitzen manche schon im Rollstuhl. Ja, das ist so. Aber wenn du mal im Rollstuhl reinkommst, dann bauen wir da einen Motor ein. Ja, ja? Den Rollstuhl. Das muss ich selbst. Ja. Diese Maschine hier steht mir hier drauf, eine Rex TT 150 Kubik. Jawohl. Aus Halmstad, Schweden. Ja. Halmstad liegt zwischen Malmö und Göteborg. Hat sehr viele Motorräder weniger. Das waren die größten, so um die 350 Kubik. Mehr Kick und Moped gebaut. Ja, kleinere Maschinen. Ne? Alles ja. Kleinere Maschinen. Ja. Aber mit ausschließlich deutschen Motoren. Nee, englischen Motoren. Nein, die großen waren in englischen Maschinen. Ah. Und die kleinen Mopeds, die waren mit Hercules, Victoria und Ilo ja. Und 6 Motoren ja, bestückt. Ja, das kann gut sein. Nicht? Um die Zeit, ne? Ja. Und die haben, wie gesagt, bis in die 60er, 68, glaube ich, produziert. Und dann haben sie den Laden leider dicht gemacht. Und diese Maschine, das ist ja wie gesagt eine 150er. Mhm. Und die hat einen Felice-Motor, ein Engländer. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ausgesprochen wird. Felice, ich bin Deutscher, ich kann das nicht anders aussprechen. Ich glaube, das heißt Willers
oder so ähnlich. Ich sag Phyllis, da steht doch ein V. Ja, Phyllis. Ja. Gut, kann man sich über... Ja, mir auch egal. Ja, ja. Aber so einen Motor, den hatte ich auch. Ich hatte mal ein englisches Go-Kart gehabt. Ja, ja. Und da war auch so ein Motor. Die sind unheimlich spritzig, ja, als Zweitakter. So als, laufen unheimlich gut. Da bin ich früher mit Rennen gefahren. Ja, Kart. Das sind auch Rennmaschinen. Nicht? Englische, Viergang, geschaltete Motor war da drin. Ja, war wunderbar. Was für ein Baujahr, Herr Schröder? Das ist ein 56, Baujahr 56. Nein, die ist ja so alt wie ich. Aber sie sieht besser aus. Meinst du? Ja. Oh, das war jetzt aber gemein. Nee, das musste sein. Das ist doch gemein. Nee, ist alles gut. Ja. So, und dann war ich ja schlauer wie die Herren damals, die das montierten oder die das gebaut haben. Ja. Die gesagt, no, ich will unbedingt eine Hupe haben. Dieses Quarkding will ich nicht haben. Nee. Und dann habe ich eine Hupe angebaut, eine extra Wechselstromhupe. Ja. Und angeschlossen. Ja. Funktioniert auch. Bloß wenn ich... Die geht aber nur, wenn der Motor läuft. Ja, logisch. Weil sonst wenn der Motor läuft, dann hörst du die Hupe nicht mehr. Nein, die hat ja keine Batterie. Nee, eben. Die hat einen Schwungmagnetzünder. Ja. Und weil da keine Batterie bei ist, aber sie funktioniert auch. Aber nur eins, wenn ich Licht aus habe. Ach, weil beides... Das geht nicht mehr, die schafft das nicht mehr. Die schafft die Lichtmaschine nicht mehr. Nee, der sagt, die ist nicht mehr. Ja. Und dann macht die Hupe und dann habe ich die mir aus Verzweiflung noch dazu gekauft. Zur Not hast du die denn noch. Ja, ja. Man muss ja auch nicht so oft hupen. Nee. Wer bremst und wer hupt, verliert. Ja, genau. Aber du hast sie ja so ziemlich als Fragment gekriegt. Die waren nicht in Ordnung. Nein, der lief überhaupt nicht, der Motor. Der sprang überhaupt nicht an. Den Vergaser habe ich nach England geschickt, weil wir da nicht mit klarkamen. Nee. Das haben die Tommies für mich gemacht. Die Tommies? Ja, ich liebe sie. Ich liebe die Engländer. Ja, die Engländer sind toll. Ich mag die so gerne. Das sind meine richtig, richtig persönlichen Freunde sind das. Ja. Weil... ich kann mich nämlich gut als Kind noch daran erinnern, wie die Engländer uns besetzt hatten. Ja. Die waren so höflich und so freundlich zu uns Kindern. Ne? Ja. Astrein. Ihr konntet ja nichts dafür. Nee. Aber trotzdem ist das ja eine Leistung für einen Menschen, der gerade aus dem Krieg da den Freundlichen zu spielen. Ne? Mhm. Die haben uns Schokolade gegeben in Hamburg und das war richtig toll, war das. Ne? Schön, ne? Ja. Trotzdem sagst du, hast du immer... eine schöne Kindheit gehabt. Ich habe eine wunderbare Kindheit gehabt. Siehst du? Ja. Hast du in den Trümmern gewühlt. Oh Gott, was du mir so erzählt hast. Ne? Ja. Verrückt, ja. Bleileitung und so weiter, das war alles unser. Nee, das war schön. Toll, du. Jetzt mal zur Maschine, Herr Schröder. Ja. Die Schweden haben ja nie eigene Motoren gebaut für ihre Fahrzeuge. Doch. Aber meistens wurde ja gesagt, das ist mir Sachs. Husqvarna. Ja, Husqvarna. Den hatten sie auch mal im Programm. Bloß sie sind wahrscheinlich zu teuer gewesen und so weiter. Und, aber hier haben sie immer diese englischen Motoren. Und da haben sie die englischen Motoren eingebaut. Ne? Oh, schön, das Emblem auch hier, ne? Ja. Die Krone, ne? Ja, aber da habe ich getürkt. Hast du getürkt? Ja. Tut mir leid. Mache ich auch nie wieder, aber es musste sein. Was da drauf war, war total verblichen und war so gut wie weg. Ja. Dieses hier, das ist ein von Rex in München. Ach, ja, leider regnet das hier. Es ist jetzt aber nicht so schlimm. Jetzt haben wir uns hier mal unter meiner Terrasse untergestellt. Da können wir hier weitermachen, Herr Schröder. Ja, natürlich. Die Sendung geht auch ohne Regen. Mit Regen, ja, natürlich. Ja. Wir sind ja gut ausgerüstet. So, jetzt sagst du, Schmidt, jetzt hat er gesagt... Wir sind nicht weitergekommen. Wir haben... Ach, hier waren wir. Emblem. Rex. Hier waren wir. Das ist von einer Rex-Maschine aus München. Die haben an sich nur kleine Motoren, Rex-Motoren gebaut für Fahrräder. Aha. Ach so, hier... So Zusatzmotoren. Zusatzmotoren. Ja, kennst du doch Solex und so weiter. Ja. So was Ähnliches. So, ne? So wie meine Carelli. Ja, genau, sowas. Ne? Aber mit Riemenantrieb meistens.
Ergänzungsmotoren. Ja, 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 Hilfsmotor oder Hilfsmotor, was weiß nicht, ja, wie die. Und da habe ich dieses Emblem, weil die, also die hatten das noch. Ist das nicht original Schweden? Nein, das ist nicht original. Merkt die, ja keiner, Herr Schmidt. Nein, nein, nee. Ich habe nur darauf geachtet, dass die Krone drauf war. Ja. Nee? Und Rex heißt ja König. Ja, ja. Und ja, das ist alles in Ordnung. Mhm. Gut, das müssen Experten, die sehen das sofort. Du, das gab es gar nicht. Es gab ja auch in Bad Homburg die Rexwerke. Das weiß ich nicht. Die haben Weggläser gebaut. Und daraus wurde Horex. Ich dachte Bad Homburg wäre Horex. Ja, Bad Homburg. Horex. Horex. Homburg und dann Rex. Ja, das kann sein. Und die haben Weggläser gebaut früher. Aber das hat ja nichts damit zu tun. Nee. Und die Schweden haben diese Maschine Rex genannt. Ja, das gab es in drei Versionen. Ja. Und einmal als normale Straßenmaschine. Mhm. Da hatte er einen etwas anderen Lenker. Mhm. Also großzügiger. Und auch einen anderen Sitz, einen Einzelsitz. Ja. Und dann gab es reine Gelände- oder Geländegängig-Maschine. Das ist ja auch keine richtige Geländemaschine, ist es ja auch nicht. Nee. Das ist so ein bisschen... Nee, die gab es... Das nannte sich, glaube ich, Trialmaschine. Ne? Ja, sowas ähnliches. Sie fing da ja mit an, mit Trial und so weiter. Ne? Und das ist die Sport. Ne? Und das ist die Sport. Mit dem Lenker hier. Mit dem Lenker. Ja. Da fällt man sofort gesagt, was ist das denn? Das gibt's gar nicht. Kann gar nicht angehen. Ne? Nee, ich glaube nicht, dass der Original ist. Und dann habe ich ihn die Bilder gebracht. Ja. Da war er so klein. Der ist original, der Lenker. Ist alles original. Ja. Auch, auch diese schönen englischen Griffe hier. Diese kommen aus England. Ja. Und dass er kein Tacho hat. Ja, aber ich könnte dir noch einen geben. Nee, den möchte ich nicht. Das soll so bleiben, wie dich das gehört. Nehmen Sie die Finger weg, Herr Feldmann. Ich habe da so einen schönen Tacho für dich. Nein, ich möchte keinen. Ja. Der muss ich erst wieder in der Antriebswelle haben und das geht, das passt alles nicht. Das ist alles gut. Na gut, das ist ja auch original. Ich habe die so zugelassen und original ist alles. Ja, die braucht kein Tacho. Nein. Nö. Aber die ist echt klasse und die hat einen tollen Sound, du. Ja. Und wo du ja auch mit durcheinander kommst, hast du mir erklärt. Mit den Gängen. Mit den Gängen. Das ist ganz furchtbar. Ich ja nicht. Nee, du kennst dich ja aus. Du fährst ja schon lange Engländer. Ja. Und hier aber ist ich ja bin auch ja so Neuling. Ja, und der erste ist nach oben, ne? Ja. Und die anderen Gänge beide sind nach unten. Und das ist genau entgegengesetzt von deutschen Maschinen. Die Deutschen fangen grundsätzlich unten an mit 1 und dann nach oben. Die Ausnahme ist die Horex. Das die weiß hat, ich nicht. Die hat Rechtsschaltung. Ja. Genau wie der Engländer auch. Aha. Aber, aber wie gesagt, die hat die Bremse auch auf der anderen Seite, die Pony von NSU. Stimmt. Aber die hat Tankschaltung. Die Tankschaltung, und deswegen ist es kein Problem. Ne? Was ich so gut finde auch an dieser Maschine, dass das ein getrenntes Getriebe hat. Wenn du mal Ärger hast mit dem Getriebe, brauchst du den Motor gar nicht. Kannst du separat das Ding abbauen. Ja. Und die schaltet sich auch wunderbar. Du, Herr Schröder, ich würde auch gerne mal damit mal fahren. Darf ich? Ja, du, das muss ich mir noch mal überlegen. Du, Herr Feldmann, wissen Sie noch, wo ich das hier... Ja, da... Das! Ist ja wohl das Schärfste. Da kann ich mal eine Geschichte zu erzählen. So sieht das aus. Ich auch. Aber ich kenne sie ja. Das ist hochinteressant. Ja. Wie ich gekauft habe, da war es nur ein roter Plastik. Ja. Als Emblem da drin. So ein Emblem. So rotes Plastikschild reingeklebt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Der bringe ich die Maschine her und Herr Feldmann, das kann ich angehen und so, dieses und so weiter. Und er sagt, das fehlt da unten. Moment mal, da habe ich was. Der läuft da in seine Dings rum und dann kommt er mit dem Schild an. Das ist direkt von der Firma. Ja, und dann habe ich gesagt, guck mal, Herr Schröder, hier, für dich. Ja. Du, das kannst und du dann habe ich das Geschenk bekommen von Herrn Feldmann. Und da hat er sich gefreut. Wie ein Schnitzel. Aber es ist auch ein unglaublicher Zufall, denn wo ich dieses Schild her habe, ist ja auch noch eine Geschichte. Das ist auch noch eine Geschichte, ja. Ich habe ja einen Freund in Spanien auf Ibiza. Ja. Suppe. Mhm. Hamburg. Mhm. Ja, und der wohnt da schon ganz lange. Und er hat einen Freund... Einen spanischen Ibizenko. Mhm. Und der hat mir immer, wenn ich den Urlaub da beendet habe, dann hat er mir immer irgendwas mitgegeben. Ja. Und dann hat er mir dieses Schild geschenkt. Ja. Und dann sagt er auch hier, Andy for you. Ne?
nimm das mit und so. Er wusste ja, dass ich so ein Bastler bin und dann auch stehe und so. Ne? Ich habe gesagt, irgendwann wird das noch mal irgendwo seinen Platz finden. Und das hat nach 30 Jahren gepasst. Ja. Und das finde ich so, das ist ja so eine göttliche Fügung, ne? Dass man das so, du kaufst dir dieses Motorrad und ich habe einen Teil dafür. Das gibt's gar nicht. Das finde ich toll. Ja. Da hast du dich gefreut. Das war schön. Da haben wir uns beide gefreut. Ja, war echt klasse. Warst das los und ich brauchte das. Aber was hier noch draufsteht, ist ja hier noch, weil es das ist von Spanisch. Und hier steht Espanol drauf. Ja, aber sonst ist das das Originalschild. Ja, die Engländer hatten das genauso. Ja. Bloß nicht Espanol, sondern England oder was. Genau. Ne? Das merkt ja keiner. Das merkt alles ist gut. Toll. Ich bin hier so stolz da drauf. Guck mal hier, die Fußrasten sind sogar auch original. Da steht auch Rex drauf. Ja. Hier, hast du es gesehen? Das ist alles noch original. Ja. Außer die Gummis, ne? Welche? Vorne mit den Gummis, da muss ich noch was zu sagen. Ach hier, die hast du ja auch neu gemacht. Das war ganz schwierig, ja. Ich habe die versucht in Schweden zu bekommen, überhaupt nicht möglich. Nee. Gar nicht möglich. Die waren ja völlig ausgejackelt. Ne? Die die waren total ausgeleiert und so weiter. Hast du alles neu gemacht. Ne? Und ja, und nun hatte ich diese großen Gummis hier. Der hat hier ein Gummi drin, da ein Gummi und da ein Gummi. Und ich meine, die Achse ist nicht doll. Die ist das heißt nicht Achse, das heißt Gabel. Gabel, ja, ist gut. Die Gabel ist nicht so doll. Jo. Jedenfalls, diese Gummis, die sind vom Falken. Und zwar ist das ein Beiwagen aus unserem benachbarten deutschen Land. Deutschen Land. Die haben mir sehr geholfen. Und diese Dinger überhaupt zu kriegen, weil die sind noch, die sind verstärkt und so weiter. Die sollen ja federn und die sollen auch resistent gegen ultraviolettes Licht sein und so. Und das ist genau das Richtige gewesen. Ja. Und die sind von einem Seitenwagen, ne? Die sind von einem Seitenwagen, der hieß Falke früher. Ja, okay. Und die haben nicht ganz genau in der Länge gepasst und da habe ich hier unten noch größere Dinger gedreht, damit sie ausgefüllt werden, damit er nicht so lapperig ist, sondern dass er stramm drin ist. Ja, gut gemacht. Und genauso dieses hier oben, dieses Gummi hier, ne? Das ist auch so. Das habe ich so gemacht, dass man kann ich das in mehreren Stellen einstellen hier. Ach so. Das ist so ein, weißt du, was das für ein Gummi ist? Das ist auch ein super Gummi. Das nicht von den HT-Rohren, ne? Nein, die sind nicht gut genug. Nee, die sind nicht gut. Und zwar für den Plan. Wenn du Planwagen hast, da sind doch so. Ah, die Gummis. Und die sind auch UV-resistent. Ja. Und die haben drei Felder. Und die kannst du genau einstellen, wie du sie hinhaben willst. Das ist unheimlich gut geworden. Die hast du auch neu gemacht. Und die habe ich auch neu gemacht. Und das hast du auch neu gemacht. Das habe ich auch neu gemacht. Schick doch. Und das funktioniert. Funktioniert gut. Ja, so muss man sich immer zu helfen wissen. Ne? Ja, was soll man machen? Ne? Ja, finde ich aber klasse. Ja. Und was ich denn noch gemacht habe, was hat mich so unheimlich geärgert? Und zwar... Oh, das ist auch toll. Dieses hier, das ist eine Öffnung. Die war so, wie sie ist. Das ist original. Das sieht ja nicht aus. Und das mochte ich nicht leiden. Nee. Und dann habe ich mir dieses Ding gebaut. Wo da noch ein Schlüssel dran ist. Und da ist der Schlüssel dran für die Werkstatt, für die Kasten da unten. Für den Werkzeugkasten. Für die Werkzeugkasten, wo die Papiere drin sind. Das ist aber ein kleines Schloss, Herr Schröder. Du, anderes hatte ich nicht. Die hat Herr Feldmann alle von mir gekriegt, die Werkvorsteller. Ja, das stimmt. Du, die haben das Schloss aufgebrochen beim Riesen, doch. Ja? Ja, wenn du sie nicht entleerst. Nee, aber so, pass auf, da ist Werkzeug drin. Ja, was hast du da denn? Das ist eine Zündkerze. Aha, gut. Das sind die Papiere. Aha, oh, den können wir uns auch mal angucken, wa? Ja. Da können wir ja ein bisschen draus gucken. Was für ein Baujahr das ist und so. Ja. Mhm. Ne? Und, Also zugelassen hast du die am 14.09.2020. Da bin ich das erste Mal gefahren. Ja. Ach so, ja, aber ja gut, aber davor wurde die ja dann noch. Mhm. 21.07.21 bist du auch gefahren. Das ist jetzt. Von 14 bis 16 Uhr. Ja, ich muss Fahrtenbuch schreiben, wenn ich mit dieser roten Nummer unterwegs bin. Ja, und das ist sie. Also zugelassen ist sie tatsächlich am 6.20. Ja.
Also haben wir die 19 gekauft. Ja. 19 gekauft oder 18. So lange habe ich nicht gebraucht. Nee, Herr Schröder ist immer ziemlich schnell dabei. Nee, die Engländer, die haben mich ein bisschen geärgert. Mein Englisch ist ja nur ganz flach. Ja. Und dann habe ich durch kein Google, habe ich das denn alles übersetzt. Und da haben sie kaum drauf reagiert. Und dann musste ich fachmännische Unterstützung. Ja, was ich ja so verrückt finde bei Herrn Schröder, dass er ja auch eine französische Maschine hat, eine englische Maschine, jetzt hat er eine italienische Maschine. Er kann praktisch jetzt schon 3 Sprachen, weil er das ja lernt immer. Ja, von wegen. Das ist so geronnen, so zerronnen. Das geht so schnell wieder weg. Aber witzig finde ich das. Ja, nee, das ist, nee, man beschäftigt sich gut damit. Ja, du arbeitest dich doch richtig durch. Du willst das wissen, ne? Dann lässt du nicht locker. Und nee, ich lasse dich locker. Ja, finde ich geil. Das ist echt klasse. Ja, sonst kommt man ja auch zu nichts. Ja, ne? Genau. Und dann hat er richtig so ein Werkstatthandbuch. Hat er mir auch gezeigt, wie wir die Zündung einstellen wollten damals. Ja, ja. Das hat er alles akribisch auf Deutsch übersetzt. Ja, das war richtig schön. So mit Anhang, da haben wir dann einmal an der Seite in Englisch, dann kommt seine übersetzte Seite in Deutsch. Ja, ja. Also ganz toll. Nee, das bringt auch Spaß. Ja. Ich habe ja Zeit genug im Internet abends. Ja, du bist ja in Oberrente. Ja. Wie du bei mir noch gearbeitet hast. Da war ich auch schon in Rente. Ja, aber in Unterrente. Da hast du ja noch ein bisschen gearbeitet. Nee, bei mir. Bei dir, ja. Ja, ja. Ja. Da war ich so Halbrentner. Ja. Und jetzt ist er Vollrentner. Ja. So. Ja. Ja. Es ist eine schöne Zeit. Es ist toll, ne? Ja. Ja, und ich habe auch immer gerne gearbeitet. Ja. Ich habe immer gerne gearbeitet. Ich auch. Für mich ist Arbeit wirklich Hobby gewesen. Pack du mal alles wieder ein da? Das werde ich machen, Herr Fechner. Denn was wir machen wollen. Wollen wir noch mal ein paar Fahraufnahmen machen? Das wäre toll, Herr Schröder. Das geht los. Du. Das kriegen wir hin. Dann fahren wir hier noch mal so ein bisschen über die Dörfer so. Ja. Das finde ich gut. Schröder, muss ich dich wieder retten? Oh Mann, du? Wieder. Das, ja, ich hab dich schon mal öfter gerettet. Ja, weiß ich, so. mit der Pony, ne? Mit der Pony auch mal. Und mit der Lux. Mit der Lux. Auch in Eckernförde. Nee, in Riesebü. Ja. Nee. In Eckernförde? Ja, da irgendwo. Er geht an Eckernförde. Ja, ja. Ja. Der fährt jetzt nach Hause, ne? Herr Schröder? Ja, alles gut, Herr Fegmann. Mal nicht so viel. Naja, lieber ein bisschen mehr. So, 1:50. Das kann sie mal ab. Das ist ja auch Weißt du, das Blöde ist, das, guck mal hier rein. Da siehst du nichts drin. Nee. Da siehst du nichts drin, wie viel drin ist. Bei unseren Deutschen, die haben in der Mitte und da kannst du das sehen. Aber hier kannst du nichts sehen. Ja, nun schimpft man nicht. Nee, das ärgert mich. Ja. Ich werde da jetzt mal so ein Ding anmachen. Wir können ja eine Benzinanzeige hier ranlegen. Ja, ja. Jo. Man macht ein Loch rein. Nee, nur so ein T-Stück mit dem Schlauch nach oben. Ja, ja. Kann man sich bauen. Ja, Lunge. Ja. So, hast du genug? Ja. Ich nehme an, ja. Hast du schon meine Nasenbrille hier gesehen? Weil der Schröder mehr Sonnenbrand kriegt auf der Nase. Nee, ich habe Krebs auf der Nase.
um die Sonneneinstrahlung, dass das nicht mehr, habe ich mir diesen Lederstreifen darauf gemacht. Hast du gut gemacht. Ja. Das hat der Onkel Doktor gesagt, soll ich machen. Schützen, 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 sagt er. Ja, ist doch gut. Und das mache ich dann auch. Meine wird bestimmt auch bald so. Werden wir sehen, ich habe ja noch ein paar Jahre. Hoffen wir. Alles wird gut. Nee, und was wir noch machen wollen, jetzt ist Herr Schröder ja doch heil angekommen. Und wir werden wahrscheinlich auch die nächsten Maschinen von Herrn Schröder vorstellen. Und zwar hier ist immer so sein Bastelraum, seine kleine Werkstatt. Da gehen wir jetzt mal rein und hier steht ja die DKW. Das ist wie bei den Indern, die machen alles auf dem Fußboden. Ja, nicht so wie bei mir. Nee. Herr Schröder schraubt noch auf dem Fußboden. Er ist ja noch jung. So, und das ist denn die nächste Maschine, die wollen wir vorstellen. Brauchst du noch gar nicht so viel zeigen? Nee. Ne? Wir müssen ja noch ein bisschen dran rumfummeln, Herr Schröder. Ja. Die Kupplung will ja noch nicht so richtig. Schauen wir mal, ne? Ist besser? Schauen wir mal, ja. Ja, besser. Ja, ja. Macht mir weh. Ja, 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 ja. Alles gut. So. Guck mal, ich hab doch meine Bibel hier. Dann sagen wir jetzt, Herr Schröder, sag du mal auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Nee, arrivederci. Arrivederci. So, bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss. Und denkt dran, Glocke drücken, abonnieren. Ja. Und ich hoffe, da kommen wieder tolle Kommentare zustande, wie das so war. Ich fand das ja toll mit Herrn Schröder. Allein diese Maschine ist echt klasse. Also, bis denn. Tschüss. Warst du denn früher auch mal so auf Flick denn? Ja, im Winter hatten wir mal, wenn mal Leerlauf war und so. Ja. Aber an sich bin ich kein Flickklempner. Bloß oder Heizung gewesen. Bloß wenn das dann mal irgendwie, ich bin meistens dann auch in den guten Häusern gewesen. Ja. Also das heißt, Herr Schröder, da müssen Sie hin. Ja, ja, genau. Ha. Das war natürlich meistens Flick denn, ne? Für mich war das immer interessant, also weil das war ja eine kleine Firma, wo ich war. Wir waren ja mit 3-4 Leuten meistens, ne? Also 2 Gesellen, 2 Lehrlinge. Mehr war das ja nicht. Und da war ganz oft so, dass man mal irgendwo hin musste, ein Ventil auswechseln. Da bei Frau Hansen mal. Ne? Ja, ja. Dann wollen Sie erstmal einen Kaffee? Wollen Sie mal einen Kaffee? Setzen Sie sich erstmal dahin. Weißt du, wie bequem und wie lustig das war. Dann hast du einen Kaffee und Kuchen gekriegt. Ne? Und dann du konntest dir Zeit lassen ohne Ende. Und das war so schön entspannt und so. Ja, ne? Das war richtig schön. Das hat eigentlich Spaß gebracht. So. Ne? Aber meinst du, wenn wir Kaffeedurst hatten, so in bewohnten Häusern, ne? Ja. Dann haben wir von unten her gerufen: Komm mal runter, Juden!
gibt's Kaffee. Das ist so, stimmt gar nicht. Ne? Nee. Und dann wurde die ja oben. Ah, die könnt ihr auch bei mir kriegen. So, da hatten wir unser Kaffee. Nee, wir nicht. Ja. Das ist ja ein geiler Trick. Das haben wir immer vor uns. Ging das? Gut funktioniert. Ja? Ja. Ja. Ja, ja. Hat gut funktioniert. Ach, das ist ja toll. Ja. Ja, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Ne, das war Großbaustellen. Ja, ja, klar. Im Treppenhaus hat sich das ja, guck mal runter hier. Ja, ne? Mm. Und schon hatten wir unser Kaffee. Ja, klar. Ne, wir durften überall kommen und durften auch immer wieder kommen. Mm. Ne? Nach Jahren, ich habe da, zum Beispiel 180 Termen in Hamburg gewartet. Und zwar, das ist in Duelsberg, nicht, wie heißt es noch? Aber in Jarestadt, das war so ein großer Block da mit 180 Leuten. Die haben sich gefreut, wenn sie uns immer wieder sahen. Ja, ne. Das haben wir immer zum Weihnachten rum gemacht. Da hatte ich Trinkgelder, das schneidest du ab. Ja, haben wir auch. Das war so schön, du. Ja. Und oh mein Gott, wann kommen Sie denn zu mir? Und so, ja, geht los und so. Wir hatten ein Verhältnis. Ja, toll. Das war so schön, du. Ich war einmal, wir haben auch auf so einer Baustelle, da habe ich ja Scheiße gebaut. Da durfte ich nicht so gerne wiederkommen. Die wollten mich nie wieder sehen. Ja. Weil war ja auch so ein Flickbau und da musste eine neue Steigleitung, 2 Zoll, reinziehen bis oben hin. Und dann musste man ja immer in den Fußböden so Holz durch die Decken durch mit dem Bohrer. Das war immer eine Katastrophe. Ja, da so durchkommen. Da war da irgendwo Eisen drin und mit so einer Bohrmaschine rumgebohrt und so. Ne? Mhm. Und das wäre ja, musst du dir vorstellen, in einer eingerichteten, fertigen Wohnung. Ja. Da hast du ja alles. Die Löcher, die Durchbrüche gemacht und so. Ne? Und dann waren ja mehr so welche so ETPT, die passen dir bloß auf. Ja, da ist kein, das immer passiert. Kein Dreck machen und so. Ja, und die haben rumgequackt. Nee, wir passen schon auf. Und dann war das ja auch so, musste man ja die Anbindung schweißen, Heizkörper ansetzen. Ne? Und da hing ja auch teilweise noch die Gardinen dran. Weißt du? Und dann war ich da ja so zu Gange und dann schweißte ich da und dann nahm ich noch den Brenner hoch. Da kam gerade mein Geselle rein und sagte, na Mensch, Anni, ist Feierabend, dann kannst Feierabend machen. So, nicht mit dem Schweißbrenner, wupp, ne? Und diese scheiß Gardine angefackelt. Ne? Und so eine leichte Plastikgardine, weißt du? Die fing sofort Feuer. Ne? So, die brannte so schnell, du wusstest mal das, weißt du, war die weg. Ne? Und die Olle da, die drehte durch, das glaubst du gar nicht. Die, oh, was war da los? Ich hab doch gesagt, sie soll aufpassen, weißt du, die hat da rumgequakt. Ne? Und das hat gestunken, das war so eine Plastikkantine, weißt du, das hat gestunken. Ne? Oh, das war auch. Ja. Das war echt schlimm. Wir haben die Löcher ja auch selbst gemacht immer. Ne? Ja. Von wenn du jetzt eine Doppelanbindung bist, im Strang hochgekommen, dann hast du eine Doppelanbindung gemacht, einmal ins Schlafzimmer und einmal, ja, einmal durch. Ja, ja. So, dann haben wir die Löcher dann durchgebohrt. Ne? Und mein Kollege schiebt das Ding da durch. Ne? Ja. Gar nicht gemerkt, dass der Bohrer kriegt er nicht wieder raus. Verdruckte Kiste und so. Ja. Geht da hinten rum, da hat er die ganze Gardine. Aber hat er so einen Knudel da dran. Das ist ja noch geiler. Ja. Das ist, wie geil ist das? Wir haben uns beölt von Lachen. Ja, das glaube ich, du. Das glaube ich. So, oh, wie lustig. Eben gerade komme ich bei Köpke auf dem Hof. Da sehe ich noch so einen alten Wohnwagen, weißt du, vom Frühjahr, so einen Bauwagen. Ja. Ich sage, ich mach die Tür auf. Ich sage, du, die Dinger, die kenne ich, sag ich. Mm. So, wenn du die Tür aufgemacht hast, hast du erstmal 3 Meter nichts gesehen. So voll blauer Dampf. Ja, die haben alle geraucht. Alle gequallen. Und dann hatten wir immer noch so eine alte Ölheizung da drin. Ja, und dann hat das auch noch gestunken. Das war unglaublich. Ne? Unglaublich, ja. wie wir uns da angetan haben. Ne? Die haben nicht einmal die Tür aufgemacht. Nee. Ich erfriere, fing die dann gleich an. Ne? Die haben immer geraucht. Das war grün und das war blau. Ja. Eigentlich hättest du ja gar nicht mehr rauchen brauchen, weil da so viel Rauch drin war. Hast du alles umsonst gekriegt? Ja.